Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Survival mit mir, dem Kirsch. So, wir starten jetzt auf unserer Insel. Wir suchen uns erstmal eine kleine Stelle, wo wir uns ein bisschen einen Untergrund bauen können. Ein paar Fackeln können wir noch machen. Wir machen mal so die Anzahlen. Die nehmen wir dann gleich mal in die Offhand. Ich mache jetzt hier keinen großen Minenschacht oder so draus. Wir sind ja jetzt eigentlich nur auf der Suche nach Eisen. Natürlich, dass wir Erde bekommen, ist schön. Und halt auch Stein. Aber Eisen wäre nicht verkehrt. Aber hey, wir sind erstmal gerade da drin in Folge. Was wollen wir mehr? Diamanten und sowas. Ja, natürlich. Werden wir das nicht schon in der dritten, nach der dritten Folge schon haben? Oder in der dritten Folge Diamanten? Aber es wäre ein bisschen übertrieben, sonst macht es ja keinen Spaß mehr. So, mal ein bisschen Stein hauen, dass wir vielleicht sogar mit einem Grundstück schon mal anfangen können. Ja, ich sehe es noch kommen, dass wir erstmal nochmal hoch müssen und eine Steinspitzhacke machen müssen. Oder ich mache einfach hier einen Crafting Table. Ja, wir brauchen erstmal einen Crafting Table hier unten. Aber okay. Ja, ist natürlich, wir finden kein Eisen, aber dafür Diamanten. Wäre natürlich ein wenig untertrieben, aber da haben wir schon unser Eisen. Mal weiter würde ich jetzt auch nicht graben wollen, sondern wirklich nur. Nur so nicht, dass wir dann hier wirklich noch Diamanten finden. Ich will ja erstmal nur einen Eimer machen, dass wir ein Essensfeld anbauen können. Einmal Weizen, vielleicht noch Kartoffeln, so Hälfte, Hälfte. Und gegebenenfalls mal hier oben die Ebene noch abtragen. Können wir ja mal einen Angriff nehmen. Mache ich mal zwei Steinschaufeln. Weil wirklich nur diese Ebene abtragen hier. Weil zwei Etagen abtragen, nee, das wäre zu viel. Denn gegebenenfalls müsste ich erstmal noch ein paar Bäume anpflanzen. Dadurch, dass ich ja das Sprucewood weggelegt habe. So.
Weil eigentlich könnten wir auch mal so ein Haus bauen, wo man so am Rand drumherum nur so einen, sagen wir so einen 2 oder 3 breiten Essensfeld haben. Ja, ich muss erstmal hier wieder. Ich muss erstmal ein bisschen Rasenmäher spielen, um einfach die komplette Fläche sehen zu können. Weil irgendwie wieder begrünen und so können wir dann später immer noch mit Knochen und so. In ganz alter Manier. Sonnenblumen. Ich decke das erstmal ein bisschen mit Erde ab. Weil so extrem groß will ich das Haus auch nicht machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dass man dann halt hier einen Eingang haben zum Feld natürlich die, das kommt ja dann später wieder weg. Hier halt mal noch ein bisschen angeglichen. Da muss ich auf jeden Fall gegebenenfalls sogar hier noch ein bisschen angleichen, aber so breit. Eins, wir zählen erstmal. Außenmaße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Ja, wäre schon groß. Aber halt, wir wollen ja dann auch noch das Feld haben, also hier die Wand wäre 16, 15, 14, 13, also gehen wir hier hin. Wir brauchen sehr unten, doch 10 müsste es auf jeden Fall schon sein. Oder gehen wir vielleicht wirklich noch mal 2 hier rüber. Weil ich würde dann halt doch gern entweder ein Spitzdach draufziehen oder halt ein Flachdach. 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt erstmal schnell schlafen legen. Bevor ihr irgendwas spawnt. Das muss nicht sein. Nicht, dass man dann gleich da schon tot. Denn da würde ich nämlich noch ganz gerne mich sozusagen an den neuen Mechaniken von Mike von der 1.13 Update nehmen. Und zwar kommt dann das hier, na gut, die Ecken nicht unbedingt. So, da würde ich nämlich gerne hier Stufen reinsetzen, also Cobblestone-Stufen. Wir brauchen 8, 16 Stück. Aber vorher setzen wir da mal Wasser rein. Beziehungsweise ich mache mal so hier oben eine
minimalistische, kleine und endliche Wasserquelle. Damit wir nicht permanent hoch und runter rennen müssen. Weil das geht dann mit der Zeit auch auf den Nerv. So, gehen wir bloß kurz hin und einen Wasserquelle. So. Genau, und dann machen wir uns hier mal eine Ho. Der Steinho langt vollkommen. Nein, die Äpfel bleiben hier. Ich muss nur die Potatoes mitnehmen. Lass mal schnell ein Brot essen, nicht dass ich gleich hier die Kartoffeln aus Versehen esse. So, und da drüben machen wir dann nämlich das Weizenfeld hin. Extra jetzt mal nicht so viel hinpflanzen. So, dann kommt auf jeden Fall hier so ein Eckstein hin. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich dann hier vielleicht hier auch Stufen hinsetze oder hier Treppen. Können wir mal kurz gucken, ob das so funktioniert. Weil dann sehen wir wenigstens, aha, hier ist die Wasserquelle. Nicht, dass wir dann, wenn wir hier umbauen, später dann mal uns, ups. Muss nicht sein, wenn man es vermeiden kann. Natürlich, da kommen dann noch die Zäune drumherum. Dass wir hier einen Zaunsturm haben. Dann rein können. Das könnte man vielleicht sogar aus Jungleholz machen. Wir brauchen erstmal zwei Tore. Dann zählen wir mal durch. Wie viel brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, also 30 Stück. Das langt bei Weitem noch nicht. So langt das. Wir wollen ja nicht verschwenderisch sein und dann haufenweise Zäune haben. Die uns dann am Ende bloß das Inventar zumüllen.
Die Frage ist jetzt, ist das klug, so wie ich das jetzt plane? Nein, ich würde gerne das als, also hier die Erdtreppe haben, nicht keine Treppe, die Bodenfläche, Fußbodenfläche, also dass wir dann halt vielleicht hier Glasscheiben haben und dann gucken können von der Seite mal, wie weit es ist. Auf jeden Fall, unser Holz ist schon mal gewachsen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 6. Das wäre die Mitte. Ich brauche definitiv noch mehr Cobblestone. Ich will mich jetzt nicht weiter nach unten graben, weil das wäre sinnlos, weil ich will die jetzt nicht übertreiben. Und vielleicht mache ich das drüben auch noch so. Da ich jetzt noch nicht weiß, ob wir da vielleicht einen Steg hinsetzen. Oder halt später mal was anderes. Nein, ich mache jetzt hier kein Strip Mining oder sowas. Halt bloß immer gut alles ausgeleuchtet haben, weil mit dem Shader kann man es schlecht einschätzen, ist das jetzt gut ausgeleuchtet oder nicht? Ist das da zu dunkel oder passt das noch? Schlimm, wenn auf einmal die Nase juckt. Cracks, Cracks, kennen wir da alle. Ich sehe es noch kommen, ich brauche gleich wieder eine Spitzhacke. Eigentlich nicht unbedingt. Auf jeden Fall muss ich halt hier gucken, dass ich das dann später auch noch umändere. Doch, ich brauche noch eine Spitzhacke, weil da muss ja noch weg, der Block. Aber erstmal kurz schlafen. Brauchen wir 4, 8, 12, 16. 16 Stufen. Halt nur für den Fall der Fälle. Dass ich halt hier auch noch vielleicht wirklich in den Steg rein, einfach mal so, um halt aus Spaß dann mal ins Wasser zu springen. Blutsch. Einfach mal so, weil wir es können. Wäre natürlich mal eine andere Variante vom Haus.
4, 6, 8. Nochmal kurz zählen. 1, 2, 3, 8. Machen wir nochmal 8 Stufen. Und ich verbaue mich immer noch gerne. So dass wir dann hier reinkommen. Hier die Doppeltür ist vielleicht. Ich guck mal, wie das Dschungelholz aussieht. Ja, ist mal was anderes. Hä? Auch lange nicht mehr gehabt. Wollte schon sagen hier. Okay, wir holen uns mal noch ein bisschen nicht Akazien, sondern Spruce Wood. Dass wir mal schauen können, wie das aussehen könnte. Ja, doch, könnte gut aussehen. Dann kommt nämlich noch hier in die Ecken. Ja, meine Maus spinnt gerade. Verwirrend. Nein. Ich weiß aber noch nicht, ob ich hier wirklich wiederum Holz oben drüber ziehe. Oder dann sage, nee, wir machen dann wieder einen Steinring. Vielleicht aus Stone Bricks. Who knows? Bin jetzt mal kurz gespannt, wie schnell der wirklich wächst. Kann natürlich sein, dass er jetzt am Anfang ein bisschen länger braucht, weil das sozusagen unser Brennstoff der Zukunft, der Brennstoff der Zukunft. Und ich muss mal noch schnell wenigstens ein paar Setzlinge saven. Wenn es vielleicht doch ein, zwei decayen, ja, dann ist es so. So, die kommen wir da mit rein. Und vielleicht nehmen wir wirklich als Fußboden Akazienholz, Planken. Da müssen wir dann mal gucken. So. Allerdings sage ich mal an der Stelle schon mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss, bis zur nächsten Folge.